20 Leute auf 28 Quadratmeter. So. Hey, guten Morgen! Ich hoffe, dass man mich halbwegs versteht. Ich stehe direkt an der Hauptverkehrsstraße und es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit. Diesmal ist es zwar kein Rohkost-Potluck mit Schnee, aber es ist der kälteste Rohkost-Potluck aller Zeiten. Es sind Minusgrade. Wir werden trotzdem draußen feiern, der Rohkost frönen. Und ja, ich glaube diesmal auch, dass ein paar Leute kommen. Es haben einige zugesagt. Und ich denke, das unterscheidet sich überhaupt nicht von den Teilnehmerzahlen, die wir im Sommer haben. Und das ist eben schön, dass die Menschen, die halt der Rohkost zugeneigt sind und also, dass diese auch mit mir und mit uns allen das Rohkost-Gefühl teilen. Rohkost bedeutet eben nicht nur tropische Früchte und Sonne, sondern Rohkost bedeutet Abhärtung. Rohkost bedeutet das Annehmen des Winters auch in Deutschland. Und Rohkost bedeutet eben auch Herzenswärme. Und die wird uns über den Tag hoffentlich ja, so ein bisschen geleiten. Und jetzt geht's los und ich hoffe, dass wieder ein paar nette Eindrücke für euch mit dabei sind. Wir sehen uns gleich. Heute spielen wir das nicht, das Spiel. Mal sehen, ob jemand kommt. Es ist zwar der kälteste Potluck, aber ich bin relativ sicher, dass heute sehr viele kommen. Ich sagte das ja schon. Und wahrscheinlich kommt eventuell sogar eine relativ große Gruppe aus Nordrhein-Westfalen. Da haben sich ja 2-3 Autos angekündigt, die sich zu einer Fahrgemeinschaft zusammengefunden haben. Und es kommen auf jeden Fall welche aus Mannheim, meine Fahrgemeinschaft. Und entsprechend auch immer der Hinweis an euch. Viele sagen von euch, oh, es ist zu weit. Aber oftmals ist es so, da gibt es locker mindestens 10, 15 Leute in jeder größeren Stadt, die sagen, ich würde total gern mal zum Rohkost-Potluck nach Leipzig kommen, aber es ist zu weit. Wenn sich die Leute aber zusammenschließen würden und einer hat meistens immer ein Auto und dann Tankgeld teilen, dann ist dieses zu weit. Das ist ein Witz, im Gegenteil. Da wird gemeinsam eine tolle Fahrt gemacht. Man lernt neue Menschen kennen direkt schon auf der Fahrt. Und das ist so ein gemeinschaftliches Event. So wird das häufig gemacht, die das erste Mal kommen. Einfach mit anderen mitfahren. Und ja, also das ist kein Argument. Und da kommt auch immer, ja, ich komme aus dem Süden in Deutschland, ist zu weit. Oder aus dem Norden von Deutschland, was auch immer. Wir hatten Besuch aus dem Senegal. Wir hatten Besuch aus Norwegen. Wir hatten Besuch aus Frankreich. Die alle sozusagen diesen Weg in Kauf genommen haben. Also wer das möchte und wer sich quasi ja, einfach so ein Stück, ups, wo bin ich hier, so ein Stück Lebensgefühl mit nach Hause nehmen möchte, indem man auch mal so einem Rohkost-Potluck hier nach Leipzig kommt, für den ist das, ja, das ist überhaupt keine Relation, was man hier mitbekommt und was man dafür in Kauf nehmen muss an Strecke oder sowas. Das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Und ja, und jetzt ist zwar noch kein Auto da, aber wir sind auch überpünktlich. Na dann, bis dann. Nur mal für alle, die immer neu kommen. Hier ist dann der Parkplatz. Ihr müsst in eurem Navi Goethesteig eingeben. Einfach nur Goethesteig Leipzig. Dann kommt ihr an dem Parkplatz aus, keine Nummer. Dann geht ihr diese Straße hier rein. Und ja, geht die Straße immer weiter. Und da vorne ist ein kleines Häuschen. Da, dieses Häuschen dort. Und da steht Kinderreich dran. Und diesem Kinderreich, das ist so ein ganz kleiner Pfeil hier, das müsst ihr folgen, indem ihr nach rechts geht. Genau. Und diesen Weg folgt ihr einfach und dann kommt ihr zum Potluck. So, wir sind jetzt quasi, ja, die ersten sind angekommen und das große Problem ist, wir haben jetzt Feuerholz. Jemand hat sogar hier auch richtig ordentlich Feuerholz mitgebracht, das ist Andreas. Und ja, aber wir haben kein Feuerzeug. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt einen Raucher. Also wir brauchen unbedingt einen Raucher, wenn jemand, achso, ich wollte einen Live-Aufruf starten, das Video kommt erst später. Aber ja, wir brauchen ein Feuerzeug. Ansonsten, ja, müssen wir schauen, wo wir Birkenrinde kriegen, 2 trockene Stöckchen, ein Seil und dann habt ihr Feuer? Hey, Holz haben wir. Feuer? Achso, im Auto, ja. Yeah! So langsam füllt sich das wieder alles. Jetzt 10 Leute ungefähr. Die ersten Sachen liegen da. Es ist jetzt 11:15. Mittlerweile hat sich da eingebürgert. Zum 11 ist ja Beginn, aber dass wir ja, trotzdem noch ein bisschen warten, Feuer anmachen. Und ja, dann irgendwann, weißt du, gegen 12 dann anfangen zu essen. Ja.
Die Location sieht halt im Winter ganz anders aus als im Sommer. Das ist ja so interessant, die Natur zu beobachten. Man kann ja viel weiter gucken. Ja. Einfach schön, den kompletten Jahreskreis mitzubekommen. Und es werden immer mehr. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich vermute mal so 20 sind wir jetzt mittlerweile. Und gleich beginnt das Buffet. Ich werde mit euch mal wieder rübergehen. Und die Sonne lässt es auch langsam blicken. Sieht man wahrscheinlich nicht so gut im Handy. Was ist das hier vorne? Das ist ein Weißkraut, Weintrauben, Zimt, Kakao, Salat. Oh, Weihnachten, Weihnachten. Äpfel, Sprossen, frischer ja, Salat aus Bärlauch wahrscheinlich, ne? Ja. Jawohl, das ist Bärlauch, Zitronensaft, Olivenöl, Honig, Salz. Gut. So, dann Tamarinde, besonders große Tamarinde. Ja. Monster-Tamarinde. Monster. Gentechnisch manipuliert. Bestimmt. Gibst du? Bestimmt, aus China. Okay, Weintrauben. Hier ist noch Sauerkraut. Oh. Selbstgemachtes Sauerkraut mit Kürbis, Weißkraut, Salz. Und machst du sowas wie überrollter Kümmel dran oder machst du so die Gewürze? Kümmel und Senfkörner. Okay, dann haben wir hier Kokosflocken. Kokoschips, ja. Kokoschips und was ist das? Das ist ein Obstsalat, also ganz normal Apfel, Banane, Kiwi, ein bisschen Pomelo und Orangen. Mmh, sehr lecker. Dann eine reife Papaya, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Dann Apfelchips, Bananenchips. Das ist das? Das ist Buchweizenbrot mit gekannten Buchweizen und Sesam und Sonnenblumenkerne und Gewürze. Okay, und der Kokosfett dazu. Genau. Gut. Dann ein Kuchen. Chris, der steht, das steht drauf, Apfelkuchen. Und ohne Kokos. Gluten und fettfrei. Gluten und fettfrei. Aber bitte nicht zuckerfrei, ja? Doch auch, also. Also Fruchtzucker, ja, 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 das reicht ja. So. Das sind Granatapfelkerne und das sind Energy Bowls mit Mandeln, Kakaonips, Erdbeerpulver. Was ist ein Erdbeerpulver? Gefrierte, getrocknete Erdbeeren. Ah, okay. Okay. Kokosraspel und Datteln. Und dann? Champignons. Champignons, frische Champignons, sehr gut. Eine der wenigen Vitamin D-Quellen, die wir in der natürlichen Ernährung, in der Ernährung finden können. Brokkoli und dann Dip. Brokkoli und ein Dip. Das ist Paprika, rote Zwiebeln, ich muss lesen, steht alles drauf. Cashew, Salatkräuter, Kreuzkümmel, Chili und Salz. Oh, also ein bisschen scharfe Note. Bekannt. Dann der Krautsalat vom Joachim. Richtig. Weißkraut, Apfel, Zwiebel, Sonnenblumenkerne, Kreuzkümmel, bisschen Salz und Zitronensaft. Yeah. Dann haben wir hier Erbsengrün oder was ist das? Nee, Dill? Nee. Das ist Erbsengrün. Erbsengrün, doch. Das ist auch von dir? Genau, das sind die Buchweizen und Banane. Aber diesmal als Rollen. Diesmal als Rollen. Damit man nicht sieht, dass immer dasselbe anbringt. Genau. Sehr geil. Alfalfa und reife Bananen. Und reife Bananen. Sehr, sehr geil. Ja. Und das ist so Schokogranola. Und das ist nicht zuckerfrei, da habe ich sogar extra Zucker, weil nur Kakao ist halt einfach zu bitter. Deswegen sind da ja, viele also Datteln dran und eben auch Zucker. Also hier ist auch sehr viel Zucker. Das sollten die Leute nicht essen, die keinen Zucker mögen, da ist sehr viel Zucker dran. Also so. Weißzucker? Nein, Rohrot, nee, nicht Rohrot, Vollrohrzucker ist da dran. Ja. Ja. Aber, okay. Aber trotzdem lieber nicht essen, das mache ich lieber dann. So. Das ist ein Buchweizen-Obstsalat wahrscheinlich? Genau. Buchweizen-Obstsalat. Ja, genau. Ja. Und da ist nichts mehr weiter dran. Also mit wenig Liebe. Doch, ein bisschen Kakao. Zitrone und ganz viel Liebe. Mit Zitronen und Ingwer. Zitronen. Ja. Kiwi, Mandarinen, Äpfel, Birnen. Ja, genau. Das ist ein Kuchen, den hat Cecile gemacht, weißt du? Genau, also der Boden besteht aus Sultaninen und Walnüssen und die Füllung aus Kürbis, Apfel, Datteln und ein bisschen Kokosöl. Okay, und ja, ein bisschen liebevoller geschnitten wäre ja, cool gewesen. Von dir bitte. So, dann haben wir Mandarinen und hier haben wir noch Sauerkraut oder? Ja, genau, Linsensprossen, ein bisschen gewürzt mit Sauerkraut und Pfeffer. Ah, cool. Und das ist die herzhafte Variante mit auch Weißkraut und Weintrauben. Aber ohne Zimt. Ohne Zimt und ohne Kakao. Ja. Aber dafür mit Schwarzkümmel, Kümmel, Fenchel. Ja. Okay, Schwarzkümmelöl ist ja gut gegen Insekten. Öl. Ja, Schwarzkümmel hat auch Schwarzkümmelöl. Ja. Aber nicht Öl, also ist kein Öl dran. Ja, okay. Ölfrei, natürlich ölfrei.
Na, okay. So, dann haben wir eine Pomelo, Mandarin-Dings und jemand hat noch ein paar unreife Bananen mitgebracht. Wer hat denn die unreifen Bananen mitgebracht? Ne? Es gibt immer wieder ein. Also die können wir zum Beispiel hier herlegen, neben die anderen Bananen, weil dann reifen die nach. Wir bleiben nämlich heute sehr, sehr lange. Und auch wenn es nicht so viel ist, aber zumindest haben die Bananen dann wenigstens mal eine Ahnung, wie es wäre, reif zu sein und gut schmeckend. Ja, das ist energetisch. Na dann, auf geht's. Ich war schwach. Oh, so langsam füllt sich das hier. Also wir sind jetzt mittlerweile auch wieder über 30 Leute und das im Winter bei Minustemperaturen. Einfach nur geil. Silke ist auch dran. Der Patrick Strohbach, der kommt auch noch. Der hat sich angemeldet. Jetzt ist sogar noch der Patrick gekommen da hinten. Es sind richtig hier 40 Leute zum Rohkostpotluck. Und das ist ein echtes Rohkostpotluck und nicht diese ganze Rohkostpotluck Indoor. So, ist ja krass, wie lange das jetzt warm bleibt. Ne? Das ist halt unglaublich. Also nicht warm bleibt, sondern hell bleibt. Wie lange das jetzt hell bleibt. Es ist jetzt schon wirklich 16 Uhr und es ist immer noch total hell. Und ja, einfach schön. Aber so langsam wird sich dann irgendwann das alles für meine Wohnung verlagern. Zumindest für einen Teil. Zum Teil werden wir dann in meine Wohnung gehen und dann ja, ein bisschen spielen, ein bisschen, keine Ahnung. Was halt der Flow hergibt. Ne? Manchmal ist das Singen, manchmal ist das Kuscheln, manchmal ist das Reden, also Talking Circle. Und manchmal ist es halt eben Spielen. Letzte Zeit war es oft Spielen. Und na, und dann einen schönen Abend ausklingen lassen. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitbekommen. Und naja, es ist halt immer manchmal so, wenn man filmt, dass man, oder wenn man so in dem Flow ist von so einem Event, dass man nicht immer dran denkt, mitzufilmen und ja, alles für euch festzuhalten. Es soll auch nur eine Inspiration geben, dass ihr vielleicht einfach, oder eine Idee davon, was hier abgeht und ja, egal zu welcher Jahreszeit, dass ihr einfach ja, den Mut aufbringt und die Komfortzone überwindet, auch mal hierher zu kommen und euch einfach von der Liebe und von ja, den vielfältigen Inspirationen, das heißt nicht nur vom Essen, sondern eben auch von den Menschen anstecken lasst. Und die Leute kommen echt von total weit her. Also wir haben halt München, wir haben der Patrick Strohbach von Rohvegan am Limit, der kommt ja, aus Bochum, dann ja, Benni, glaube ich, auch aus Bochum welche. Dann sind halt welche von der Ostsee da, von überall her, von Mannheim sind zwei da, Heidelberg, Stuttgart. Also das ist ja auch kaum Leipziger, sondern das Gros kommt einfach her. Man trifft sich hier wirklich einmal im Monat und tauscht sich halt aus und ist einfach genial. Und jeder ist willkommen, ne? Egal wie ihr denkt, politische Ideologien und was auch immer. Die einzige Basis, wir essen ja, möglichst unverarbeitet, wir essen Rohkost, pflanzlich. Aber alles andere, es ist so vielschichtig. Ich muss immer lachen, wenn auf anderen Kanälen, da wird immer so die alternative Szene, die Rohköstler. Und da gibt es Kanäle, die wirklich das alles in einen Topf schmeißen. Und da kann man wirklich nur herzhaft lachen, weil wenn ihr hier die Diskussion mitverfolgt, wie total unterschiedlich die Ansichten sind zu verschiedenen Themen und zu richtig fundamentalen Themen, dann weiß man, dass die Rohkost an sich keine Ideologie ist, sondern die Rohkost ist einfach nur eine gesunde Ernährung und selbst das ist diskutabel und ja, also von daher. So, und das 32. Rohkost-Potluck ist vorbei. Das 33. steht schon kurz bevor. Wann ist das 33.? Haben wir noch nicht ausgemacht. Das ist schon, haben wir März, Mitte, Ende März. Ja, also am 18., 17., 18. Sicherheit nicht, weil das die Revolution in Berlin. Nein, dann machen wir es danach. Oder davor? Nein, danach. Es könnte wärmer sein als. Aber es ist doch warm, Silke. Es sind doch minus 5 Grad. Das ist ja, doch warm für uns Rohköstler. Wir sind doch abgehärtet. Wir sind die Harten, sagst du. Ja, also am 10. oder tatsächlich dann danach. Okay, ja. Danach sind wir 5 Wochen statt 3 Wochen. In 3 Wochen wäre für uns nächste. Wäre auch geil. Aber wir können es auch in 5 Wochen. Silke hat das letzte Wort. Silke sagt in 5 Wochen. Also, wenn ihr am 10. hättet können, aber nun 25 Grad nicht könnt, sie ist die Schuldige. Also, am 25. ist das nächste Rohkost-Potluck. Du kannst gerne mit hier das resümieren. Das gibt nämlich auch hier sehr gut. Er macht auch Rohkost-Potlucks in Bochum. In Umgebung. Essen, genau. Das ist halt alles dieselbe Ecke. Essen und Umgebung, genau. Genau. Und also, wenn ihr, hast du irgendeine Website oder irgendwas, was du sagen kannst? Ich habe einen YouTube-Kanal, Heilfasten 100 heißt der, zusammengeschrieben. Okay. Genau. Ja, und. Heilfasten 100. Gleich nach dem gleichnamigen Film 100, benannt von den Kriegern. Ja, vielleicht, genau. Genau. Und
Ja, also das dazu, also am 25. ist das nächste. Das Potluck heute war, er ist hier ein Beispiel dafür, wieder wunderschön aus allen Herren Ländern, sogar aus Bochum, Essen, aus Essen rum. Dann Patrick aus Bochum, deswegen verwechsel ich das, weil ich dachte, der kommt zusammen. Aus Mahl, aber auch genau. Nicht aus Bochum. Ne? Genau, dann die Julia Warstrom kommt ja aus Frankfurt, habe ich gehört. Ja. Frankfurt, dann haben wir Mannheim, also die haben halt viel dabei gehabt. Und das zu den Temperaturen und da hinten, das Feuer brennt noch da hinten. Ist ne? Schon ganz geil auf jeden Fall. Ja. Aber die Silke war heute leider nicht da. Ja, wir machen es kurz und knackig heute. Oder möchtest du noch was in die Runde geben? Nein. Okay. Es sind wieder sehr inspirierende Gespräche und am schönsten ist es am Feuer. Und da gehe ich jetzt wieder hin. Am schönsten am Feuer? Da hatten wir doch mal ganz andere Töne. Den Geruch mag ich jetzt nicht so, ja? Aber so die Wärme. Die Wärme. Entspricht mir heute es sehr. Es ist gerade so 3 oder 4 Grad, muss man sagen. Februar, plus? Mitte Februar. Ne, trotzdem haben sich hier einige verrückte Menschen inklusive. Dann Christian, muss ich das rausschneiden, weil ich habe gesagt, heute sind Minusgrad. Heute früh war ich -2. Ja, heute Morgen war bestimmt Minusgrad. Klar. Okay. Von mir aus sind es -0,5 oder das was. Das ist immer gar nicht so hart, wenn es keine Minusgrade sind. Du versaust mir gerade das ganze Video. Das war heute meine Storyline. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich wieder versaut. Egal. Passiert mir manchmal, aber soll nicht wieder vorkommen. Christian. Okay. Naja, gut. Also, man friert sich auf jeden Fall richtig einen ab und meine Füße sind auch richtig krass durchgefroren. Vor allem mit Barfußschuhen. Ah, komm, ey, nee, das kann ich mir jetzt nicht mehr antun hier. Das ist ja furchtbar. Also, hier ist es total geil und es ist überhaupt nicht kalt. Kommt alle, es ist ja furchtbar. Christian, vergiss deine Ohren. 20 Leute auf 28 Quadratmeter. So, das ist jetzt hier so. Ja, das sieht alles sehr, sehr konfus aus. Hier wird sogar noch. Machst du bitte mal.